Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir wurden letztes Mal geplündert. Es war nicht schön, aber wir haben es, denke ich mal, erfolgreich irgendwie verteidigt. Die haben einige Sachen wollten sie entwenden, haben sie aber nicht geschafft. Wir haben alles behalten und aber hier die Gebäude haben sie ja, angegriffen. Währenddessen, ich habe mir mal so ein bisschen ein paar Gedanken gemacht wegen der Feld. Wir müssen da irgendwie vielleicht ein bisschen optimieren. Zum Beispiel das hier. Wir haben ja hier diese Kräuter, ne? Da gucken wir mal. Hitzetoleranz, Frosttoleranz, die können eigentlich immer. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier so gut ist, aber hier mit Rüben, die sind mehr frosttolerant und die Erbsen sind, mögen gar keine Hitze. Also werde ich das eigentlich so mal drehen hier. Das heißt hier, das mal rausnehmen, so hier, dann werde ich den hier nach vorne. Dann werde ich den hier reinmachen und dann die Feldarbeit dazwischen. So, und dann gucken wir uns das mal beim Lauch an. Wo ist denn das Lauch? Haha, da ist es. Der mag Hitze und Frost, das ist scheißegal. Und die Karotte, der mag Frost. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir die vielleicht mal tauschen. Und dann machen wir hier das Lauch da drin. Ja. Achso, kann man einfach klicken und dann ist gut. Ja, und dann haben wir das ja eigentlich soweit dann gut gemanagt. Zumindest vielleicht, dass wir so ein paar 3, 4, 5% mehr Ertrag hätten. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Währenddessen muss ich mal hier gucken. Ihr seid hier fleißig am Sägen. Was sagen denn unsere Einwohner? Wie viele haben wir denn? 9 sind frei. Das hieße eigentlich nach Adam Riese, wir könnten mal ein Wohnhaus denn nochmal bauen. Und vielleicht hier, das hier ein bisschen. Gut. Die sind zwar denn nicht ganz so toll, ne? Also da müssten wir gucken, dass wir irgendwie so eine Art wie Straße errichten oder sowas, ne? Also dass wir uns da ein bisschen vielleicht Platz lassen nächstes Mal. Über dieses Let's Play oder diese Staffel jetzt nicht so ausreizen. Erstmal so die Grundsachen für mich selber kennenlernen, dass wir dann beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sind. Ne? Ich weiß ja nicht, ne? Wo rennt ihr denn jetzt hin? Ist der Bär so mies? Oha, okay. Rennst du jetzt auch weg? Gebäude an. Oh, was ist denn das für ein fetter Gebäude? Trächtiger Bär eigentlich. Ja. Also der ist jetzt? Ja, an Wunden gestorben. Ah ja, aber diesen Heilkundehaus. Boah. Weißt du, wie teuer das ist? Weißt du nicht, ob wir das besonders, wir bräuchten ja dafür nur noch Scheiße oder was? Ach, Ton. Scheiße. Naja. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie Windhöf. Gut, haben wir einen weniger. Der böse Wolf. Also einer rennt auf jeden Fall jetzt hier gänzlich immer weg. Und fischt das dann wahrscheinlich irgendwo rein, wo das dann nicht so cool ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das denn so cool ist, aber naja. So. Ich glaube, wir müssten aber von den ganzen, was wir jetzt hier so haben, von unseren Nahrungsmitteln eigentlich gut dabei sein. Gut, ich glaube, der ist jetzt auch down. Gut. Mein Spaltplatz. Achso, das ist der Markt. Dann ist das hier. Ne, wo ist denn mein Spaltplatz? Ach, da oben. Wollte schon sagen, der tankt hier jetzt ein bisschen.
denke ich mir eigentlich ganz gut. Und mal werden wir noch ein bisschen das weitermachen. Hier ist immer noch Weißbraun. Ah, hier. Der ist verstorben. Der ist umgeklatscht. Okay. Wenn er meint. Aber zwei neue wurden geboren. Das ist auch viel wert. Das freut mich ja schon mal. Ich weiß nicht, was die hier haben. Arbeitskämpfe werden genutzt, um kontinuierlich Holz zu ernten und Steine abzubauen. Zugewiesene Arbeiter werden Materialien, wo ein Wagen sie einsammeln und viel effizienter in die Siedlung transportieren kann. Temporär. Bla 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 bla. Okay. Ja, aber ist doch ganz gut eigentlich. Hier, da können wir ja mal das Ressourcenfeld hier nach oben ein bisschen machen. Könnt ihr da auch nochmal so fett arbeiten? Dann ist das ja eigentlich ganz gut. Wir können ja auch die Zufahrtsstraße vielleicht. Ne, können wir nicht verbessern, weil wir haben keinen Stein. So, aber wir brauchen ja Stein. Deswegen werden wir mal etwas was sehen hier, besonders den hier. Oh, ist das ein fetter Stein. Der ist ja auch so fett. Ja, wir brauchen ja alle da eigentlich, ne? Deswegen. Und hier natürlich auch. Ist ein Typus erkrankt? Was ist ein Typus? Killeck ist ein Typus erkrankt. Eine Infektion, die durch Unsauberkeit entsteht und dann unter Dorfbewohner verbreitet werden kann. Typus verursacht Erbrechen, Hautausschlag und Fieber und kann manchmal tödlich sein, wenn du dafür sorgst, dass Abfälle in den Häusern entfernt werden, Häuser einen Vorrat an Seife haben und die Rattenpopulation niedrig gehalten werden, wird die Wahrscheinlichkeit des Typusausbruchs verringert. Ja, aber ich habe einen Rattenfänger, keine Frage. Also ist schon eine Frage, aber ja, ihr müsst es hier eigentlich dann weggefangen werden, hier alle. Aber Seife habe ich nicht. Weiß ja gar nicht, wie man Seifenherrsch-Dings macht hier. Ressourcen. Wer macht denn hier Seife? Wer macht Kerzen? Achso, steht auch da. Kerzenwerkstatt. Du Eierkopf. Oh, keine Seife nur für mich. Jetzt sind ja die höher gelegenen. Hä? Wo wird denn Seife hier gemacht? Hier wird auch keine Seife gemacht, oder? Eine Obstplantage. Ja, das wäre eigentlich ganz gut produziert. Hä? Muss doch hier Seife irgendwo geben, oder nicht? Ich habe das bestimmt übersehen jetzt hier. Kann er nicht anders hier. Holzbretter, Dings. Sandgrube kann ja auch eine Imkerei, ist klar. Töpferei ist auch klar. Weberei. Kerze ist klar. Hier, Seifensiederei. Ja. Da kannst du sagen, was du willst, brauchen wir einfach. Dann wäre der eigentlich gut. Hätten wir das alles so ein bisschen. Ja, vorher schon. Was heißt, ihr wusstet jetzt nicht unbedingt? Wie sieht es so aus, ob konntest du von jeder Seite da Seife machen?
Und die können aber wenigstens gut, schnell und fleißig wegrennen. Dass sie hier vor so einem Wolf oder was das da ist, ein Schakal, dann nicht allzu viel. Aber da kommen schon die anderen und wollen damit töten. Ja, vor so einem Wolf lassen die sich gar nicht einschüchtern. So, gut so. Ja. Allgemein, wie sieht es denn bei der Beholzerei mäßig aus hier? Hier oben ihr Gras noch alles ab. Wie können wir denn wohltätige Felder denn errichten? Mal so ein bisschen vielleicht unterstützen mit der ganzen Sache, ne? Also ich auf jeden Fall hätte nicht so gedacht, dass das so üppig ist, das Spiel. Muss ich schon mal sagen, das schreit ja eigentlich förmlich nach, dass man das immer wieder und noch besser macht. Gepflanzt, geerntet, 91 geerntet. Boah, das ist aber nicht viel, ne? Wieso habe ich nur 91 geerntet? Ich kann da nicht 91 Dinger nur ernten, oder was? Kornspeicher. Das ist ja nichts. Mal spannend. Was macht ein Klee eigentlich mit uns? Ist Klee lecker? Kann angebaut werden, um die Bodenfruchtbarkeit auf einem Feld wiederherzustellen. Ach so, okay. Also ist das ja jetzt, okay, nicht sehr fruchtbar. Dafür ist Klee da. Klee ist echt ein guter Arounder, um das Feld wieder richtig geil und fruchtbar zu machen. Oder? Da wollte ich ja eh so ein paar machen. Soll ich hier mal ein bisschen was reinmachen hier? Werkzeuge, ich weiß nicht, Steine, Bäume. Ja, ich muss ja ein bisschen handeln können, ne? Jetzt kriegen wir ja gar nichts. Da ja noch Fleisch, ein bisschen mit Nahrung handeln. Dann ballern wir das nämlich ein, weil wenn das nächste Mal ein Händler kommt, dann können wir ja wenigstens versuchen und gucken, dass das da vorwärts geht, ne? So Arbeiter, Bauhandwerker sieht wie immer ganz normal aus. Sonst können wir auch keine neuen einarbeiten. Bauer, doch ein Bauer können wir. Er findet eigentlich sehr, sehr schade. Oh. Dass wir hier drumherum kein See, kein nichts, kein Nassen gefunden haben. Und sagen können, ey, das kommt. Wir hauen jetzt hier irgendwo auch mal eine, so eine Angelleine, so eine Angelrute ins kühle Nass. Und zerrappen uns denn da mal so ein Fisch oder sowas, ne? Nee, hier ist echt nur nichts. Nö. Heftig. Nicht gedacht. Besonders wie breitet man sie aus? Also mit Brunnen ist ja immer schön und gut, ne? Aber dann ja auch nicht so die Geize. Besonders wenn jetzt der Winter so hart anfängt, ich würde gleich sagen, dass vielleicht denn was fehlt. Also wir haben jetzt hier noch ein bisschen. Uns fehlt echt Holz. Uns mittels.
Nicht nur ein bisschen, ne? Jetzt sterben die aber weg, ne? Okay. Ich will jetzt nicht, dass die alle sterben. Typus ist typisch. Typisch eine Scheißkrankheit. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier der Schneesturm sein soll, ne, der uns ja um den Verstand bringt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr frostig. Sehr, sehr, sehr frostig. Sieht zumindest so aus. Also, wir haben gelernt, wenn wir Mehl machen könnten. Also hier bräuchten wir ja eh immer noch das fette Werkzeug, ne? Das ist so, das wird nicht anders sein. Das werden wir mal hier so verbieten, damit wir vielleicht Holz mal sammeln. Ich weiß ja nicht, wo unser ganzes Holz hingeht, aber nicht hier für ein Co sein. 8 Leute haben wir. Oh. Und 64. Den größten Friedhof haben wir auch nicht, ne? Heftig. Ich habe ja auch gedacht, dass jetzt vielleicht einer kommt. Die Sache ist, dass wir in der letzten Folge hatten wir gleich 2 hintereinander. Und das hieße ja auch nach Adam Riese, dass die sich da gegenseitig hochgepusht haben, ne? Also die waren ja dann gleichzeitig da und jetzt kommt ja auch gar keiner mehr an. Natürlich schade, ne? Aha. Er will nichts sagen, aber da steht Fleisch. Ein gesammelter Vorrat des Baumstämme. Ich will nicht halt schlecht reden oder so, aber das wirkt ein bisschen ganz, ganz eigenartig und komisch. So. So, wir haben noch 3 Monatsreserven. Aber bis dato sollte es eigentlich halten. Das wäre schnell, wenn es ein bisschen geiler vorwärts geht. Ich mache mal Vorsprung. Oh, aber nicht auf Pause. Wir machen mal hier so ein bisschen Speedrun. Okay. Lass ein neues Jahr beginnen. Wie sieht's denn allgemein aus? Doch, Bewohner geheilt. 8. Jahr. Wir machen mal auf normal. So, die Seifen, der braucht unendlich viel. Boah. Heftig. Das hätte ich jetzt eigentlich nie gedacht. Hier ist ja alles noch gut dabei. So, mach mal hier das Ganze. Was, Lauch, aber das Lauch, das bringt was, oder? Lauch ist ein Blattgemüse mit nur mäßiger Haltbarkeit. Lauch hat eine lange Wachstumsperiode und benötigt einen guten Boden, hat aber auch einen sehr hohen Ertrag und hohe Frosttoleranz. Einen hohen Ertrag, okay. Jetzt kommt die Erbse und maximal können wir da richtig was rausholen. Also Klee wollten wir ja nicht. Fruchtbarkeit ist jetzt, denke ich mal, besser geworden. Also von 41 ist das jetzt ja, besser eben. Und Kraut ist auch ein bisschen besser. Die Fruchtbarkeit ist natürlich. Was heißt denn Feldbestand? Auswirkungen auf den Trag plus 23, minus 150. Oh. Ich stelle vor, in diesem Acker wird modifiziert durch 0. Mhm. Ja, die sollten auch mal ein bisschen jagen gehen jetzt hier. Nicht sein, dass wir jetzt auf einmal wieder hier so ein paar, ich sag mal so, da Nahrung ist von der Warte aus gleich so an Erbsen und wartet halt hier minimal. Vielleicht wirklich nur in Stücke erschöpft.
Aber man muss auch dazu sagen, dass unsere Jäger hier, wie er, ja auch hier mit Wolf und sowas dermaßen gekämpft hat, dass es denn kaum noch was gibt. So, er möchte das hier. Händler kauft diese Ware. Oh, den will er zum Beispiel kaufen. Okay, ja, das kommt. Verkaufen wir ihn. Wir verkaufen ihn auch Stein. Warum nicht? Weil. Nee, wir wollen ihn nur verkaufen. Nee. Also das, jetzt das hier verkauft er. Was haben wir denn zu verkaufen? Oh, hier eine fette Streitkeule. Wuh, wuh, wuh. Nee. Aber wir wollen ja... Warum kann ich denn das nicht verkaufen? Bist du denn auf Knacks, ey? Kann er hier schieben oder was? Nee, will er nicht. Will er einfach nicht machen. Naja, dann gucken wir beim nächsten Mal. Ne? Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, wie weit wir die Staffel 1 noch treiben. Aber allzu lange wird es nicht mehr sein. Aber ein paar Sachen will ich noch ausprobieren. Und das auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.